Hatten Sie sich so etwas gedacht? Und das ist ein sehr schönes Stück. Das kostet 280. Ja, ich hatte eigentlich an etwas Teureres gedacht. Brillant. Ja, ja, sowas. Selbstverständlich, ganz wie Sie wünschen. Er soll mich nochmal bestellen. Raubüberfall in der Burgstraße. Juwelier ermordet. Juwelen im Werte von 400.000 Mark erbeutet. Keinerlei Spuren. Wo bleibt unsere Polizei? Ist nicht sehr schmeichelhaft, was die da über uns schreiben. Dass auch einmal ein Beamter durch schlechte Gesundheit gehandicapt sein kann, das kommt diesen Scharfrichtern von der Presse nicht bei. Ja, so ist das Leben, hätte der Herr Wanninger sagen. Naja, wir wissen wirklich noch nicht viel. Dass Gangster Karate können, das ist heutzutage nichts mehr Neues. Also, rekapitulieren wir. Nach Aussage des Rentners Kleiber hat der Juwelier Weidel vorgestern Abend, wie üblich kurz nach 6:30 sein Geschäft verlassen und ist in einem fremden, gestohlenen Wagen davongefahren. Gestern dringen wir in das Geschäft ein und finden ihn mit gebrochenem Genick in seinem geplünderten Laden. Daraus folgt... Ja, was folgt daraus? Ja, man könnte denken, da stimmt vielleicht was nicht. Oder liege ich da falsch? Bitte. Du Jägerl, der schaut doch wirklich nicht gut aus. Herr Steiner, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie legen sich jetzt sofort ins Bett und kurieren sich einmal richtig aus. Und der Herr Wanninger übernimmt Ihren Fall. Verzeihung, Herr Direktor. Allenfalls könnte ich akzeptieren, dass mir der Herr Wanninger bei den anstrengenderen Tätigkeiten etwas zur Hand geht. Bei den anstrengenderen Tätigkeiten, das ist ein Wort, Herr Steiner. Da fühle ich mich gleich um 20 Jahre jünger. Ja, was gibt's? Herr Steiner, ein Herr Schäfer wünscht, Herrn Wanninger zu sprechen. Er wartet in seinem Zimmer. Er kommt gleich rüber, danke. Ach, das sind Ihre Täter. Was wollen Sie denn damit? Na, ich hab gemeint, ich soll Ihnen die anstrengendere Arbeit abnehmen. Also bleibt's dabei. Moment mal, Herr Wanninger. Also, Herr Steiner, ich verstehe wirklich nicht, warum Sie dem Wanninger den Fall nicht überlassen wollen. Sie holen sich noch den Tod. Herr Direktor, eine kleine Erkältung ist für mich noch lange kein Grund, mich vor meiner Pflicht zu drücken. Ich reiße den Schlag auf und denke, er steigt gleich ein. Aber was macht er? Er geht an mir vorbei, steigt in einen Privatwagen und fährt davon. Ohne ein Wort zu sagen. Na, ich war vielleicht sauer. Ja, ja, in einem Wagen mit der Nummer MVK201. Und der Wagen war gestohlen. Aber Herr Inspektor, lassen Sie mich doch aus. Geh, Paul, halt uns nicht länger auf. Das wissen wir doch schon alles. Na, das Wichtigste kommt ja erst noch. Also, wie gesagt, ich war stocksauer. Heute Morgen nehme ich die Zeitung in die Hand und lese, dass er ermordet worden ist. Recht geschieht's ihm, denke ich erst. Aber dann schaue ich mir dieses Bild etwas genau an. Das war ja doch gar nicht, denke ich. Das war doch ein anderer. Was sagst du da? Das gibt's doch gar nicht. Aber Herr Inspektor, ich hab's doch genau gesehen. Der Mantel hat gestimmt, der Hut hat gestimmt. Aber das Gesicht... Wenn das der Juwelier Weidel ist, dann war der Mann, der vorgestern Abend um 6:45 den Laden abgeschlossen hat. Auf jeden Fall ein anderer. Wenn das wahr ist, würdest du ihn wiedererkennen? Ich glaube schon. Na, dann schau dir doch die Herren einmal an. Vielleicht ist er dabei. Verzeihung, kann ich die Karten wieder haben? Ist es sehr eilig, Herr Steiner? Ja, sehr. Der Herr kennt vielleicht den Täter. Das ist er. Der Gouverneur? Bist du sicher? Aber Herr Inspektor, bei dem Leben meiner Kinder, ich schwöre Ihnen, dass der Mann... Lass du sein, Paul, schwören tun wir vor dem Richter. Warum haben Sie mich zu diesem Verhör nicht hinzugezogen? Warum? Ich habe gemeint, ich soll Ihnen die anstrengendere Arbeit abnehmen. Glauben Sie vielleicht, den Paul verhören ist eine leichte Arbeit? Bitte, wenn Sie meinen, probieren Sie es. Ich bin zwar krank, aber noch nicht abgeschrieben. Bitte kommen Sie mit.
Naja, jetzt werden Sie ihn ja bald haben. Wenn Sie erst mal wissen, wer es ist, dauert's nicht mehr lang. Da vorne spielt die Musik. Sie fahren wohl zum ersten Mal Taxi, ja? Ich möchte gerne ein paar Worte mit Ihnen wechseln. Bis 54 Fremdenlegionäre in Indochina, 1956 Raubüberfall in Dortmund, 7 Jahre Zuchthaus, vor knapp einem Jahr entlassen. Ja. Ja. Ja, Herr Direktor, das habe ich hier. Herr Direktor, ich tue mein Möglichstes. Die Grenzen sind informiert, die Flughäfen werden überwacht, Interpol ist alarmiert, die Fahndung läuft auf Hochtouren und wenn wir Glück haben... Sie wünschen? Ich dachte, dass Sie nach mir suchen. Ach, natürlich, Herr Lubka. Entschuldigen Sie bitte, ich bin etwas zerstreut. Herr Direktor, die Sache ist erledigt. Sie wollen also ein Geständnis ablegen, wenn ich Sie recht verstehe. Pardon, Herr Kommissar, im Gegenteil. Ich bedauere es zutiefst, meinen Namen mit einem so abscheulichen Verbrechen in Zusammenhang gebracht zu sehen. Welch peinlicher Irrtum für Sie, wie auch für mich. Sie wissen, wir haben einen Augenzeugen. Trotzdem behaupten Sie, mit dem Fall nichts zu tun zu haben. Leider. Habe ich es mir doch gedacht. Auf diese Behauptung erfolgt in der Regel der Hinweis auf ein todsicheres Alibi. Nun? Da Sie darauf bestehen, ich war um die Tatzeit in der Delfinbar. Das ist leicht nachzuprüfen. Übrigens ein höchst empfehlenswertes Lokal. Ja. Für Herren, die ein Alibi brauchen. Ich weiß. Steiner. Herr Schäfer möchte sich um 3 Uhr für einen Lokaltermin bereithalten. Da ist. Da im ersten Stock. Sauber. Na, dann schauen wir uns heute mal an. Was meinst du? Sagen Sie mal, Herr Wanninger, liegt zufällig was vor gegen den Morelli? Ach, Blödsinn, ich hab den Namen überhaupt noch nie gehört. Aber das kann doch der nicht wissen. Ja. Jetzt kommt's auf den Versuch an. Also, probieren wir's. Bitte. Kopf zurück. Linke Hand in die Haare. Bleib so. Denk an die arme, kranke Mama. Moment. Zu wünschen? Grüß Gott, Kriminalpolizei. Es liegt da eine Anzeige gegen Sie vor. Sie wissen doch, worum es sich dreht. Nein. Das heißt, Sie meinen... Grüß Gott. Skat. Trixi kann sich umziehen. Trixi. Sie erlauben doch, dass sich mein Assistent ein bisschen in Ihrer Wohnung umschaut. Träum nicht. Das verstehe ich nicht. Es liegt eine Anzeige gegen mich vor. Aha. Sie wollen also ein Geständnis ablegen. Gut. Fangen wir gleich damit an. Nein, Sie missverstehen mich. Ich sagte nur... Was? Leugnen auch noch? Ja, dann muss ich Sie verhaften. Das kostet Sie mindestens 2 Jahre. 2 Jahre Gefängnis? Mhm. Ich bin untröstlich, Herr Inspektor. In Ordnung, Herr Wanninger. Alles da. Aha. Prima. Also los, aufs Präsidium. 2 Jahre, meinen Sie? Das werden Sie mir nicht antun, Herr Inspektor. Geben Sie mir eine Chance. Ist das ein Bestechungsversuch? Ja, da hört sich doch alles auf. Aber in 2 Jahren... In 2 Jahren bin ich ein ruinierter Mann. Eben. Das hätten Sie in der Früh überlegen müssen. Da kann man jetzt nichts mehr machen. Es sei denn... Was denn? Ja, vielleicht, wenn Sie mir helfen würden. Ich hätte da so eine Idee. Jederzeit, Herr Inspektor. Am guten Willen wird es bei mir bestimmt nicht liegen. Ehrenwort. Was ist? Arbeiten wir jetzt noch oder kann ich gehen? Oh nein, du kannst gehen. Warten Sie mal. Also, wenn ich mir das Recht überlege, unter diesen Umständen...
Ich kann Sie verhaften, aber ich muss Sie ja nicht verhaften. Verstehen Sie? Das kommt jetzt ganz auf Sie an. Wirklich, Herr Inspektor. Was Sie auch von mir verlangen, ich mache alles, was Sie wollen. Bitte, Herr Schäfer. Hier ist der Schlüssel. Sie gehen rein und kommen auf Zeichen wieder raus. Kommen Sie. Kommen Sie raus! Jetzt der Nächste. Nein, ich sag doch, ich will bloß sehen, wie er das Gitter runterlässt. Den Oberkörper, das Schaufenster und die Uhr und den Schäfer. Mehr brauchen wir nicht. Bisschen mehr ins Profil. Halt, bleib so. Bitte, Herr Inspektor. Na also, prima. Endlich haben Sie es begriffen. Jetzt langt's gerade noch, Herr Wanninger. Gleich ist er dran. Einen Moment. Jetzt. Danke, das war's. Und jetzt nichts mehr raus und entwickeln. Rixi, jetzt haben wir uns aber einen Kaffee verdient. Ich weiß, ein pickfeines Lokal gleich ums Eck rum. Meinetwegen gern. Ja? Bist du närrisch, damit man dich mit ihr sieht? Jetzt geht's mir aber langsam zu weit. Ja, da haben Sie auch wieder recht, Herr Wanninger. Dann gehen wir heute zu mir heim. Kaffee kochen kann ich immer noch. Vielen Dank, aber das geht mir wiederum zu weit. Danke, meine Herren. Wir sind fertig. Na, Herr Schäfer, welcher von denen war der Täter? Ja, schwer, Herr Oberinspektor. Sehr schwer sogar. Was soll ich sagen? Wieso schwer? Haben Sie ihn nicht wiedererkannt? Ich weiß nicht. Die sehen alle so gleich aus. Aber der, den ich vorgestern Abend gesehen habe, der war bestimmt nicht dabei. Was? Herr Schäfer, ich warne Sie. Na, Herr Kommissar, was sagt der Zeuge? Sie haben sich bis auf Weiteres der Polizei zur Verfügung zu halten. Insbesondere ist Ihnen verboten, München zu verlassen. Ich bedanke mich. Und falls Sie mich wieder mal sprechen möchten, bitte nicht so viel Aufwand. Sie kompromittieren damit nur einen harmlosen Bürger. Ansonsten befinde ich mich fast jeden Abend in der Delfinbar, wie allgemein bekannt ist. Guten Tag. Sie kommen mit, wir haben noch zu reden. Jetzt, Herr Steiner, jetzt komme ich auch noch zu spät, wo ich Ihnen doch die anstrengendere Arbeit abnehmen soll. Aber ich hoffe, dass auch ohne meine Hilfe alles gut gelaufen ist. Gut für Sie. Meine Erkältung steht im Begriff, in eine Lungenentzündung umzuschlagen. Aber Herr Steiner, das können Sie mir doch nicht antun. Einen Moment, Paul. Ja, bitte. Na, da schau her. Sie sind schon soweit. Gratuliere. Bis hier war alles nur Handwerk. Jetzt fängt die Kunst erst an. Na, ich wäre schon froh, wenn ich so ein Foto hinbricht. Also, Herr Morelli, das ist die Mützen, die der Chef am Mordtag getragen hat. Und genau 18 Minuten vor 7 war es. Ich habe ihn noch mal gefragt. Glauben Sie, dass Sie das bis heute Abend zusammenbringen? Wie gesagt, Herr Inspektor, soweit es bei mir liegt, ich werde Sie bestimmt nicht enttäuschen. Da habe ich mich halt getäuscht. Kann ja mal vorkommen bei den vielen Visagen. Getäuscht. Wir machen Großverhandlungen und Sie haben sich getäuscht. Wissen Sie, was das ist? Bewusste Irreführung von Staatsorganen und so weiter. Was war denn los, Paul? Hat dich der Gouverneur erwischt, bevor du zum Lokaltermin gekommen bist? Hat er dich bedroht? Hast dich einschüchtern lassen von den Herrn Totschläger? Oh, bestimmt nicht, Herr Inspektor. Das ist grober Unfug. Herr Steiner, lass uns gut sein. Du hast deine Mütze wieder. Hau ab. Danke, Herr Inspektor. Wir sehen uns wieder. Glauben Sie wirklich, man hat Ihnen die Zange genommen? Na, alles glatt gegangen? Überrascht dich das? Du musst vielleicht nerven. Und die haben dich einfach wieder laufen lassen? Bleibt ihnen doch nichts anderes übrig. Ein ungefallener Zeuge, vager Verdacht, ohne Beweise, das reicht nach geltendem Recht nicht zu einer Verhaftung. Ja, du musst es ja wissen. Übrigens, da ist vorhin ein Brief für dich abgegeben worden. Von wem? Keine Ahnung, so ein Junge hat ihn reingebracht. Aber beschatten lassen sie dich bestimmt, darauf kannst du dich verlassen. Nicht so schlimm, wenn man es weiß, ne? Oh, wer schickt dir denn da Bienchen? Halt die Klappe. Entschuldigung, Herr Luca, Sie werden am Telefon verlangt.
Was hast du denn auf einmal? Hier. Ja, hier, Lubka. Fotos. Ja, die habe ich erhalten. Vielen Dank. Ein guter Schuss. Gratuliere. Ein Zufallstreffer, weiter nichts. Ja, richtig, die Sache hat auch Ihre geschäftliche Seite. Sie haben bis heute Nacht 1 Uhr 20.000 Mark in einem Schließfach im Hauptbahnhof zu hinterlegen. Ich werde Sie beobachten. Falls etwas schief läuft, geht das negativ sofort an die Polizei. Schlüssel, Schlüssel. Was mit dem Schlüssel zu geschehen hat, erfahren Sie später. Bis dann. Wirklich, Herr Morelli, Sie beweisen einen außerordentlich guten Willen. Sie wissen doch, es ist nicht ganz ungefährlich, was Sie da machen. Wie meinen Sie das, Herr Inspektor? Na ja, es könnte doch sein, dass er Sie lieber umbringt, statt dass er zahlt. Schon. Dann muss er aber erst mal herausfinden, von wem er erpresst wird. Ich hoffe, dass ihm das keine allzu großen Schwierigkeiten macht. Die Dame habe ich doch schon mal wo gesehen. So ein Zufall, das gibt's doch gar nicht. Der Kerl kann das Foto genauso bei dem Lokaltermin geschossen haben. Beim Lokaltermin hat der Taxifahrer keine Mütze getragen. Und beim Lokaltermin war es nicht 6:45, sondern kurz nach 3. Das hat doch nichts zu sagen, sowas. Kopiert dann doch heute jeder Fotofritze rein. Ach, du meinst, darauf soll ich es ankommen lassen. Wenn sich bei Gericht herausstellt, dass das negativ echt ist, was dann? Ich habe ja schon bei dem Taxifahrer gesagt, wir sollten uns lieber aus dem Staub machen. Das ist jetzt schon viel schwieriger. Moment. Du hast doch heute Morgen eine Illustrierte gekauft. Ja, hier. Hier. Das ist sie. Na klar, das ist dieselbe. Diese Dame wird uns sagen, wann das Foto geschossen worden ist. Gestern oder vorgestern. Und dann sehen wir weiter. Hintermoser und Scharfitzel beschatten ihn abwechselnd. Wirklich, Herr Direktor, wir tun, was wir können. Aber bisher hat er noch nichts gemacht, was uns hätte weiterhelfen können. Sagen Sie mal, Herr Steiner, finden Sie es nicht merkwürdig, dass sich der Wanninger überhaupt nicht um diesen Fall kümmert? Sonst war das doch auch immer so wichtig. Tja, der ist vielleicht mit seinem Fall Morelli vollständig ausgelassen. Da kann man nichts machen. Was für ein Fall Morelli? Was ist denn das für ein Fall? Ich dachte, Sie hätten ihm den Auftrag gegeben. Ach was, ich habe gar keine Ahnung davon. Also merkwürdig, wirklich, das muss ich schon sagen. Steiner, was sagen Sie? Schlamperei! Schon gut, wir sprechen später darüber. Was machen Sie denn für ein saures Gesicht? Zitronenwasser, ungesüßt. Ja, und was war da? Herr Direktor, der Trottel von Hintermoser hat den Gouverneur aus den Augen verloren. So, so. Eine saubere Arbeit machen Sie da. Jetzt werden Sie nicht nervös, Herr Morelli. Bis eins wird's schon noch dauern. Den Termin haben Sie ihm doch selber gestellt. Sonst noch eine Frage? Ja, Herr Inspektor. Gewissermaßen, was passiert, wenn der Gouverneur nur lieber zahlt, statt mich umzulegen? Machen Sie sich da keine Sorgen, das kommt sowieso aufs Gleiche raus. Beides wäre als Eingeständnis seiner Schuld zu werten. Wie Sie meinen, Herr Inspektor. Er kommt, Herr Inspektor, er kommt. Na, dann machen Sie halt auf, dass er reinkommt. Und denken Sie dran, viel, wenn nicht alles hängt an Ihrem guten Willen. Bis dann. Bis dann. Ja, ich komme hier schon. Du bist's. Weißt du, was passiert ist? Nein, was Schlimmes? Er war bei mir. Er wollte wissen, wann ich dir zu dem Bildmodell gestanden habe. Gut, was hast du ihm gesagt? Na, vorgestern Abend zwischen 6 und 8. Ja, und was weiter? Nichts, sein Name wollte er noch wissen. Es hat ihm gereicht. Hast du irgendetwas? Du glaubst ja nicht, was ich in den letzten 2 Stunden seelisch durchgemacht habe. Komm, trink mir einen Whisky. Ja. Verzeihung, ich habe mich schon bedient. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Das Negativ. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Dick, hilf dem Herrn auf die Sprünge. Jakob! Tut mir leid, gnädiges Fräulein, Sie müssen eben wegsehen. Wo ist das Negativ? Was für ein Negativ? Jakob! Ich glaube, die Herren interessieren sich für eins dieser Fotos, die wir vorgestern Abend gemacht haben. Wo ist das Negativ? Sie sehen, Herr Morelli, Sie haben sich in mir getäuscht. Ich pflege keine 20.000 Mark für ein Foto zu zahlen. Auch wenn es als gelungen bezeichnet werden kann. Nun?
Wo ist es? Es ist nicht hier. Du musst es ihnen sagen. Die machen dich sonst fertig. Ganz recht. Wir sind nicht zimperlich. Und das ist nur der Anfang. Nun? Drüben. Im Labor. Ich schwöre Ihnen, ich hätte das Bild nie der Polizei gegeben. Was habe ich denn davon? Ich dachte nur... Das war Ihr Fehler. Bitte, nehmen Sie Platz. Na los! Bist ja doch ein lieber Junge. Los, umdrehen. Tja, man soll einem Toten nicht Schlechtes nachsagen. Aber für einen Erpresser war Herr Morelli doch ein bisschen zu dumm. Verzeihung, Sie standen mit ihm doch nicht in verwandtschaftlicher Beziehung. Nein. Es wäre auch nicht schlimm, da Sie ihm ohnehin gleich folgen werden. Aber warum denn? Was habe ich denn getan? Pardon, gnädiges Fräulein. Ich liebe es, reinen Tisch zu hinterlassen. Und was sein muss, muss sein. Oder auch nicht. Hände hoch, Herr Gouverneur. Bitte schießen Sie, aber nur, wenn Sie es gut gelernt haben. Lass uns doch das Madlasenspiel. Das hilft Ihnen jetzt auch nicht mehr weiter. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Sie wissen genau, dass ich keine Waffe brauche. Sie gefährden die Kleine nur. Hände hoch, aber plötzlich. Sie sind doch ein kluger Kopf. Na, Sie müssen doch längst gemerkt haben, dass es jetzt aus ist. Abführen. Herr Inspektor, habe ich jetzt genug guten Willen bewiesen? Mehr als genug, Herr Morelli. Mehr als genug. Also, Sie müssen schon ein besonders schlechtes Gewissen haben. So viel guter Wille, dass er fast schon Polizeibetrug. Ehrlich, Herr Inspektor, ich habe gedacht, es sei eine ganz anständige Party, auf der ich Bilder machen sollte und dann auf einmal... Eine Party, Sie haltloser Mensch. Kommen Sie mit. Aber Sie haben mir doch versprochen, wenn ich Ihnen helfe, dann... Eben, ich brauche Sie ja noch als Zeugen, solange keine Anzeige vorliegt. Es liegt gar keine Anzeige vor. Sie haben mich geblufft. Ja, ja. Ich hätte Sie natürlich auch um Ihre Hilfe bitten können. Bloß, ob Sie dann auch so eifrig gewesen wären, das ist eine andere Frage. Gehen wir. Hier ist das, Herr Steiner. Dass Sie sich überhaupt noch auf den Beinen halten können bei dem Schnupfen. Jedenfalls habe ich Ihnen die anstrengendere Arbeit abgenommen, wie Sie sehen, weil es Ihnen doch gar so schlecht geht. Ich weiß nicht, Herr Kollege Wanninger, ob ich mich über Ihre übertriebene Hilfsbereitschaft freuen oder ärgern soll. Aber Herr Steiner, wenn einer in Ihrem Zustand noch zum Dienst kommt, dann muss man ihn halt mit Gewalt vor seinem Pflichtgefühl retten. Wie sagt man doch, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also gut, freue ich mich eben.